Im März wurde unsere Universität unter Quarantäne gestellt. Wann werden wir unsere Freunde und Lehrer wiedersehen? Das wissen wir nicht. Bisher lernen wir von zu Hause aus und versuchen, uns nicht zu langweilen. Was machen wir? Die Studierenden der deutschen Gruppe des vierten Studienjahres während der Quarantäne. Ich lerne und arbeite auf Distanz, von zu Hause aus. Jetzt habe ich die Möglichkeit, meine Diplomarbeit viel Zeit zu widmen. Die Redaktion, in der ich ein Praktikum mache, ist via Homeoffice tätig und ich beschloss, einen Frühjahrsputz zu machen. Ein sauberes Haus ist immer gut. Ich verbringe jetzt auch viel Zeit mit meiner Familie. Das ist ein unbestreitbares Plus der Quarantäne. Das ist eine interessante Frage. Heute ist der erste Tag der Quarantäne. Am Morgen habe ich Nachrichten gelesen, Frühstück gegessen und jetzt habe ich Zeit für mein Studium. Ich habe für heute sehr viel vor. Abschlussarbeit zu schreiben, Hausaufgabe im Deutsch zu machen, Sport zu treiben und ein Buch zu lesen, für das ich früher keine Zeit hatte. Wenn du unter Corona-Quarantäne bist und keine Ahnung hast, womit man sich unterhalten muss, kann ich dir ein paar Dinge raten. Ich persönlich studiere zu Hause und schreibe meine Abschlussarbeit. Aber weil man nicht zur Uni oder zur Arbeit fahren muss, gibt es trotzdem zu viel Freizeit. Und manche Menschen wissen nicht, wie sie diese Zeit verbringen könnten. Man kann viel lesen. Endlich hast du genug Zeit, um Bücher zu lesen. In der Regel gibt es immer im Regal einige Bücher, die man früher nicht gelesen hat. Ihre Zeit ist endlich gekommen. Man kann einen Frühjahrsputz machen. Ja, vielleicht ist es nicht so anregend, aber gewöhnlich gibt es gar keine Zeit für großes Reinmachen. Du hast das jetzt. Man kann mehr Zeit mit der Familie verbringen. Wenn wir immer im Büro sind, sehen wir unsere Mitmenschen nur ein kleiner Teil des Tages. Jetzt könnt ihr zusammen kochen und mit den Kindern mehr spielen. Wegen der Quarantäne können viele nette und nützliche Dinge getan werden. Erstens kann man zu Hause sitzen und Zeit mit der Familie verbringen. Dies fehlt während der Arbeitstagen so sehr. Zweitens ist die Arbeit von zu Hause aus viel komfortabler. Man kann jederzeit eine Essenspause einlegen. Was gibt es Schöneres, als zu arbeiten, ohne aufzustehen? Außerdem verschwenden Sie keine Zeit auf dem Weg zur Arbeit. Drittens kann man in der Quarantäne viele interessante Bücher lesen, sich viele spannende Filme ansehen und überhaupt etwas tun, wofür man normalerweise kaum Zeit hat. Wir müssen uns immer nach Vorteilen in der Situation umschauen. So wird das Leben angenehmer und fröhlicher. Ich behandle meine Hände häufig mit einem Produkt auf Alkoholbasis oder wasche sie mit Seife. Wenn sich auf den Händen ein Virus befindet, wird es dadurch abgetötet. Ich halte an öffentlichen Orten Abstand. Ich versuche, meine Augen, Nase und meinen Mund mit den Händen nicht zu berühren, denn die Hände berühren viele Oberflächen, auf denen sich das Virus befinden kann. Ich trage an öffentlichen Orten eine Maske. Ein Mundschutz bringt etwas, weil die Infektion über Mund und Nase übertragen wird. Ich versuche, in allem positive Seiten zu finden. Und diese Quarantäne ist keine Ausnahme. Ich bin glücklich, weil ich nicht mehr zur Arbeit gehen muss, aber ich werde mein Gehalt trotzdem bekommen. Ich muss nicht mehr zur Uni gehen. Nun befindet sich die Uni in meinem Laptop. Ich stehe 15 Minuten vor dem Unterricht auf. Und im Unterricht sitze ich sogar manchmal im Pyjama. Wenn ich müde werde zu sitzen, dann gehe ich ins Bett. In der Pause schaue ich mir meine Lieblingsserie über die Liebe an. Ich habe von solchem Studium seit 4 Jahren geträumt.
Ich kann auch unter Quarantäne viel Zeit mit meiner lieben Katze verbringen. Leider ist heute nur der zweite Tag meiner Quarantäne. Die ganze vorige Woche war ich gezwungen, mehr Stunden Videos zu schneiden. Ich habe zurzeit viele Aufträge, denn das Thema Virus sorgt für die Content-Erstellung. Aber endlich bin ich seit letzten 2 Tagen zu Hause. Ich versuche, früher aufzustehen. Dann frühstücke ich und gehe raus, um 5 Kilometer zu joggen. Danach komme ich zurück und mache Gymnastik und gehe duschen. Eine Weile beschäftige ich mich mit anderen beruflichen Pflichten. Rufe meine Kollegen und meine Freunde an. Wir besprechen Interviews und weitere Arbeitspläne. Was den Lernprozess angeht, ist das Programm Zoom von mir dafür installiert worden. Und deswegen können wir praktisch problemlos online studieren. Außerdem wurde es heute bekannt gegeben, dass die staatlichen Prüfungen auch online abgelegt werden und die Diplomarbeit genauso verteidigt wird. Ich hoffe nur, dass ich dies erfolgreich meistern werde. Quarantäne ist eine sehr produktive Zeit. Ich kann mir mein Leben ohne Bücher nicht vorstellen. Ich lese unterschiedliche Lektüre, aber besonders gern lese ich Krimis. Dieses Genre ist sehr spannend und wenn ich lese, vergesse ich alles. Aufgrund der Quarantäne sind viele Theateraufführungen kostenlos online verfügbar. Zum Beispiel habe ich Schwanensee im Bolschoi-Theater gesehen. Ich lerne auch viel und schreibe meine Diplomarbeit. Wenn ich traurig oder müde bin, male ich gern. Quarantäne ist ein Neustart für mich.